Ja. Ja. Danke. Bitte. Nichts. Reicht so? Soll ich reinstecken? Ja. Moment. Guten Morgen. Also es ist eigentlich schon fast Mittag. Wir haben 10:30 gleich. Ich habe voll viel gemacht schon. Ich zeige es euch gleich. So. Achso, ich muss ja hier auf AC. Wir laden jetzt gerade ein bisschen den Wohnwagen auf. Ich zeige euch, was ich gemacht habe. Und zwar, was? Ja, ist doch super. Und zwar, also ich habe für Livia einen Snack gekocht. Das kühlt hier gerade ab. Aber hier, jetzt pass auf. Heute gibt es Spinatauflauf. Sieht das nicht cool aus? Und das Geile ist, dadurch, dass da Eier sind, sieht man, wenn es durchgehend gar ist, in unserem super Backofen. Was denn? Okay, das so aussieht. Das sieht jetzt so nicht geil aus, ne? Aber wenn man den nachher stürzt, da ist unten Kartoffel, ganz fein geraspelt, Käse, Sauce Hollandaise, Kartoffel, Käse, Sauce Hollandaise und dann dieses geile Spinatgemisch, was ich gemacht habe. Es schmeckt richtig gut. Ich habe es schön gewürzt und abgeschmeckt und lecker. Und einen Schokokuchen habe ich auch gemacht. Damit habe ich gestern den Vlog beendet mit meinem super Schokokuchen. Der ist gut geworden. Den habe ich auch schon gestürzt bekommen. Ja, pack aus, Livia, das schaffst du alleine. Und den nehmen wir nachher mit in den Schrebergarten zu Bernds Eltern. Und dann zeige ich euch den. Der ist richtig lecker. Ich habe schon ein Stück gegessen. Calvino hat schon ein Stück gegessen. Lecker. Ich war schon so fleißig. Ich habe jetzt hier schon einmal das Badezimmer ein bisschen durchgeputzt. Wir haben schon eine Maschine Wäsche laufen. Bei Bernds Mama darf ich ja Wäsche waschen. Vielen Dank nochmal. Livia wird gerade. Die stylt sich gerade, macht sich einen Zopf hinter mir. Oder eher gesagt, ich mache ihr den Zopf, sie zieht sich den raus. Und Bernd ist jetzt gerade zum DPD, da kam DPD. Ich glaube, da ist ein Paket für uns wieder dabei. Muss ja jetzt mal gucken gegangen. Ja. Ja. Also, für alle, die campen und überlegen, ob sie sich den Omnia-Ofen holen sollen. Ich sag euch, das ist wirklich Gold wert. Wir haben auch überlegt, weil der ja wirklich teuer ist, vor allem mit der Erweiterung. Wir haben uns erst die kleine Packung nur geholt, das ist halt so im Set mit drin. Und dann haben wir halt für uns festgestellt, dass wir damit super gut backen, aber große Portionen und deswegen, also insgesamt haben wir jetzt 70 Euro, glaube ich, für den Omnia-Backofen bezahlt. Aber guck mal, wir reisen wirklich viel. Ne? Wir sind jetzt schon wieder 5 Wochen unterwegs und im Winter werden wir 5 bis 6 Monate unterwegs sein. Olivia, das ist mein Tape. Lass das bitte drin. Ja, das ist mein Tape. Soll ich dir ein Pflaster damit machen? Mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Und wenn du halt so lange unterwegs bist ohne Backofen, ist echt doof. Mal so Brötchen aufbacken oder mal einen Kuchen backen ist schon geil oder einen Auflauf. Olivia kriegt jetzt erstmal ein Pflaster. Was hat der Paketmann gebracht? Sticker und Stickeralbum für Livia. Ich habe ja bei Teddy den Tag Sticker geholt und die gehen so ab hier, freut sie sich so drüber. Es gab da aber gar kein Stickeralbum. Komm mal her. Komm, kannst du gucken. Und das haben wir jetzt bei Amazon bestellt. Und Papa hat auch noch ein paar Sticker gesehen und jetzt kannst du Sticker kleben, ne? Aber erst muss das Badezimmer ist auch toll, ne? Alles auf und zu machen und so. Einmal auch hier gucken, was unser Gericht macht. Ja, ich denke mal, das wird bestimmt 1,5 Stunden dauern. Der Kuchen gestern 1 Stunde 10 Minuten und das mindestens 1,5 Stunden. Ja. Hier Kredenzen. Ach, du machst sie selber, okay. Nehmen wir einen Teller wegen Spülen sparen. Okay, er sagt, alles bisschen hier rein, Schnäuzchen da rein. Wir waren so schön spazieren heute, der ist richtig fein gelaufen, ohne ziehen, nur geschnäuzelt ganz viel, geguckt, was geht ab. Mein Reste-Kakao trinke ich heute mal aus. Guck mal, was wir alles haben, Veggie-Fleischsalat. Das ist ja wirklich, kann man sagen, in Deutschland positiv, es gibt viel Schrott für uns. Essbehinderte Menschen. Heute mache ich aber auch die Leberwurst wieder im Garten mit weißen Kidneybohnen. Ja. Das haben wir alles da gelassen, auch den Mixer, ne? Ja, haben wir. Brauchst du Gouda am Stück? Ja.
Okay. Brauchst du deinen Brunch? Der ist, glaube ich, mit Gelatine, ne? Nein. Nein? Wenn ich da nicht am Laufen. Okay, dann brauchen wir. Ach, guck mal, das ist ausgelaufen hier, der Waageuhr. Es ist immer schön, wenn was ausläuft. Dann ist immer helle Aufregung. Dann kann man alles wieder ausräumen hier. Oh! Ätzend. Ja, Livia, das ist doch echt ätzend, ne? Ja, mach in ein Stickeralbum, deine Katze. Hm? Stickeralbum. Habe ich als Kind auch gehabt, ein Stickeralbum. Gib mal da den Lappen, das bitte. Wir alle gehabt in den du auch? 90ern. Ja, klar. Hast du auch eine Schnullerkette gehabt? Ich hatte eine richtige Schnullerkette mit diesen Hartplastikschnullern. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch daran noch erinnert. Ob ihr selber hattet oder eure Kinder. 2,95 ja. Bei Hertie noch immer diese ja. Gekauft. Ich war bei Askania als Kind, habe mein ganzes Taschengeld verbraten für Sticker. 4,95 Mark, ein so ein kleines Viereck mit 3 oder 4, 5 Sticker. Ja, die Highlight-Sticker waren Plüsch-Sticker und Glitzer-Sticker. Und ich habe stundenlang mein Stickeralbum neu organisiert, mit Freundinnen getauscht. Ja, ich war gerade ein bisschen am Reden. Kannst ja weiterreden, aber. Ich bin jetzt fertig. Wir machen uns jetzt hier Frühstück um 10.45 Uhr fast. Wir müssen jetzt Schuhe anziehen. Komm, wir gehen raus. Spazieren. Dafür müssen wir aber Socken und Schuhe. Oh, boah, jetzt habe ich mir voll den Kopf geklemmt. Bam, habe ich. Bam, mach mal Füßchen rein. Bam, Füßchen rein. Bam, bam, bam. Damit du keine Bläschen an den Füßen bekommst bei den Sandalen. Füßchen rein. Ganz fein die Füßchen rein. Habe ich, ja. Ah, hier ist noch eins. Dann haben wir damals genug Münzen. Ein Salmiak. Eine Salmiak-Pastille. Nochmal zwei, drei, bitte. Du auch? Ja. Hier. Mmh. War scharf. Ein Candy. Ich nehme die mal mit. Da mache ich einen Gummi dran. Die sind immer in den Tüten. Das ist so doof. Habe ich jetzt hier dran. Dann kann man die auch mitnehmen. Wir warten auf den Papa, der ist nämlich eben hier in den Aldi gegangen. Sorry. Wir brauchen noch ein paar Getränke fürs Wochenende, für die Geburtstagsparty. Radler und Bier und ich glaube, der holt alles alkoholfrei. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet, wenn ihr auf einem Geburtstag eingeladen seid, also allerdings Familiengeburtstag und es gibt alkoholfreies Bier. Ja, wir warten jetzt hier so lange, weil hat sich jetzt nicht gelohnt. Der holt nur das eben und irgendwas noch. Nicht vergessen. Und dann müssen wir was zurückbringen. Wir haben uns nämlich was bestellt. Das ist Murphy. Mach mal Platz. Das hier. Das hatten wir bei Amazon bestellt. Das ist so ein Silberding für Wassertanks im Wohnwagen, damit das Wasser frisch bleibt. Das habe ich nämlich so in Italien gedacht. Wenn das so heiß ist und das Wasser da 2-3 Tage drin rum ist im Frischwassertank, das ist bestimmt eklig, oder? Und dann habe ich das halt durch Zufall entdeckt. Das ist halt so ein Silbernetz, was Ionen abgibt oder so. Bis 60 Liter Tanks. Das kostet 30 Euro. Das Teil haben wir bestellt. Ist auch angekommen. Alles super und schick. Wir waren aber bei Obelink und da gab es die für 30 Liter Tanks. Und wir haben ja nur einen 20 Liter Tank. Und dann haben wir uns den geholt für einen kleineren Wassertank. Und den müssen wir gleich noch eben zurückschicken. Und jetzt, das ist das Spannende da dran an der Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Das kann man ohne Verpackung jetzt an einen UPS-Shop abgeben. Das machen die irgendwie, wie auch immer die das machen. Ob die das dann sammeln in einer großen Kiste und nur ab und zu wegschicken, wenn die voll ist oder so. Keine Ahnung, aber ja, richtig praktisch für uns. Wir waren gestern schon an einem Shop, wollten es abgeben. Der hat aber alles umgemodelt. Das ganze System ging irgendwie nicht. Und deswegen haben wir es wieder mitgenommen. Ja,
die spielt. Die ist eigentlich voll müde, macht gleich bestimmt Mittagsschlaf. Ich bin richtig gespannt auf unseren Auflauf. Der sieht so gut aus. Wir haben jetzt unseren Grafikdesigner angeschrieben wegen unserem Kochbuch. Die zweite Ausgabe wollten wir jetzt planen so langsam. Wir haben schon einige Rezepte zusammen. Wir fotografieren jetzt gleich auch den Auflauf. Wir machen wieder die Fotos selber. Finden wir einfach realistischer, als wenn wir da jetzt extra so einen Food-Fotograf oder Fotos kaufen. Nee, das ist meine Kamera. Nee, ist meine Kamera. Wo ist dein Spielzeug? Ja, da ist dein Spielzeug, ne, überall. Wo war ich jetzt? Jingle? Wir machen die Fotos selber. Und dann haben wir gesagt, wenn wir dann jetzt in Ungarn sind demnächst, dann werden wir uns mal hinsetzen und alle Rezepte, die wir schon mal haben, zählen erstmal, wie viele wir haben und abtippen und so und dem dann schicken. Und ein Vorwort wieder formulieren und so, freue ich mich schon richtig drauf. Und dann bin ich sehr gespannt, das wird ja ein vegetarisches Kochbuch, wie euch das gefallen wird. Vielleicht machen wir auch ein paar Testleser oder so. Schreibt mal, ob ihr da Lust drauf hättet, das Test zu lesen, weil ob das auch Sinn ergibt. Wir hatten nämlich einen Schreibfehler in dem PDF-Kochbuch, was wir jetzt hatten. Und so, dann brauchen wir Hilfe, ob ihr das machen würdet. Was denn? 1,99 für Samstag. Ja, super. Sehr gut. Unser Kofferraum ist gar nicht voll. Nein, nein. Wie viele Lagen hast du geholt? Eine alkoholfrei, da habe ich 6 Krombacher geholt. Die kosteten hier 40 Cent weniger als in Holland. Das heißt, was kostet eine Dose? 89 Cent. Okay, das Bier ist aber mit Alkohol. Das ist ganz normal. 6 normale Pils, weil der Bauke trinkt gerne Pils. Okay. Und ich weiß ja nicht, wer noch. Ich habe einfach 6 geholt oder mein Onkel. Wir haben ja auch Mischgetränke da, Fanta, Cola. Eben, wir sind ja noch lange hier. Whisky haben wir auch. Und 6-mal Radler habe ich geholt. Mit Schuss. Kommst du mit, Livia? Ja. Komm, Baka, wir laufen zum Spielplatz. Da hinten ist er. Ja, wir sind durch den Wald gelaufen. Und ich bin komplett zerstochen. Überall. Boah, das juckt, das juckt. Wir sind schon jetzt die ganze Zeit im Schrebergarten, haben gerade Mittag gegessen. Der Auflauf, mega, mega lecker. Also das Rezept werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Das war so ein bisschen improvisiert. Und das kommt ins Kochbuch. Ja, Livia, guck mal, da ist der Spielplatz. Da gehen wir jetzt schaukeln und Ratschlag machen. Ja, die macht einen Ratschlag und eine Brücke, ne, das Mädchen. Sollen wir das auch wieder machen? Ich habe gestern immer Ratschlag gemacht. Das fand sie ganz faszinierend. Kommt auch gleich, ne? Der unterhält sich da noch. Los geht's. Meine Mama hat früher immer draußen gewartet. Warum? Hat Angst gehabt immer. Vor der Straße. Stell einfach dahin. Wir haben uns Essen geholt. Es gibt Türkisch, Pommes und Falafel drüben. Man gönnt sich ja sonst nichts, gell? Genau, und damit würde ich den Daily Vlog jetzt auch beenden. Wir lassen es uns jetzt hier schmecken und melden uns morgen in alter Frische wieder. Ja, du kriegst auch Pommes. Bis morgen, danke fürs Zuschauen. Tschüss.